uns hier am Standort Getreidemarkt der Technischen Universität Wien. Dieses Hochhaus wurde kürzlich saniert, begleitet von einem Forschungsprojekt mit dem Ziel, das Gebäude mit einem Plus-Energie-Standard auszustatten. Plus-Energie bedeutet, dass das Gebäude mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Die Herausforderung dabei war, ein Hochhaus in ein Plus-Energie-Bürogebäude zu transformieren. Es hat eine kompakte Bauweise, es hat einen relativ hohen Energieverbrauch und im Verhältnis wenig Außenfläche zur Energiegewinnung zur Verfügung. Für dieses Gebäude und den Plus-Energie-Standard wurde auf drei Hauptaspekte fokussiert: Energie vor Ort zu gewinnen, Energie zu sparen und höchsten Komfort für die Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten. Wir sehen uns diese Aspekte nun in einem Rundgang an und befragen dazu unsere Expertinnen und Experten. Die Hauptenergiequelle des Plus-Energie-Bürohochhauses ist eine Photovoltaikanlage, die direkt aus Sonnenlicht elektrische Energie gewinnt. Die Photovoltaikanlage setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Einerseits einem Anlagenteil, der am Dach aufgeständert ist, und andererseits einem Anlagenteil, der in die Fassade integriert ist. Bei der Südwestfassade zum Beispiel haben wir Photovoltaikelemente im Parapetbereich integriert, also zwischen den Fensterbändern. Die Südostfassade, die ist fast vollständig mit Photovoltaik bedeckt. Sogar das Stiegenhaus, was man hier von innen besonders gut sehen kann. Die gesamte Photovoltaikanlage hat eine Fläche von ca. 2200 Quadratmeter. Das ist groß genug, um den Energiebedarf von 128 Haushalten abzudecken. Das ist auch groß genug, um den gesamten Energiebedarf des Bürobereichs des Hochhauses abzudecken. Deswegen bezeichnen wir das Gebäude als Plus-Energie-Gebäude bzw. Plus-Energie-Bürohochhaus. Die weitere Energiegewinnung erfolgt im Gebäude. Mehr dazu bei der nächsten Station. Die Aufzüge des Plus-Energie-Bürohochhauses sind mit einem Antrieb ausgestattet, der Energie zurückgewinnen kann. Bei gewöhnlichen Aufzügen wird üblicherweise die Bewegungsenergie des Aufzugs beim Bremsen in Wärme umgewandelt. Im Fall unserer Aufzüge ist es so, dass wir mit dem Antrieb bremsen und das ermöglicht uns, dass wir die Bewegungsenergie in elektrische Energie zurückwandeln. Dasselbe Prinzip kommt auch bei den U-Bahnen und bei den Straßenbahnen in Wien zum Einsatz. Das Motto lautet, die Energie, die man gewöhnlicherweise nicht mehr verwenden kann, zurückgewinnen und weiter nutzen. Selbiges Prinzip kommt auch bei uns im Serverraum zum Einsatz. Wir befinden uns hier im Serverraum des Gebäudes. Hier sind sowohl die Server für den alltäglichen Betrieb wie File-Server und Webserver, als auch leistungsstarke Rechner für wissenschaftliche Zwecke untergebracht. Solche Server- und Rechenzentren produzieren eine große Menge an Abwärme. Üblicherweise wird diese nur weggekühlt, damit die Server einwandfrei funktionieren können. Im Falle des Plus-Energie-Büro-Hochhauses wird diese Abwärme allerdings genutzt, um die Büros zu heizen. Dadurch haben wir eine perfekte Symbiose. Der Serverraum heizt die Büros und die Büros kühlen den Serverraum. Allerdings nur in der kalten Jahreszeit. Im Sommer kann die Abwärme momentan noch nicht genutzt werden und der Serverraum muss weiterhin gekühlt werden, damit die Systeme funktionieren können. Zum Kühlen des Plus-Energie-Hochhauses wird ganz klassisch die Umgebung verwendet. Mittels zweier Kühltürme wird die Abwärme an die Umgebungsluft übergeben. Ist die Umgebung kalt genug, erfolgt die Kühlung im Free-Cooling-Betrieb. Im Sommer hingegen, wenn die Umgebungsluft zu warm für eine direkte Kälteabgabe ist, erfolgt die Wärmeabgabe über eine hocheffiziente Kältemaschine. Diese funktioniert im Prinzip gleich wie ein Kühlschrank und benötigt lediglich elektrische Antriebsenergie. Auf diese Art und Weise wird nicht nur der Serverraum gekühlt, sondern auch die Büros des
Gebäudes. Im Bürobereich befindet sich in jedem Stockwerk ein automatisches Fenster, welches sich im Sommer, wenn die Außentemperatur kalt genug ist, öffnet. Dadurch fließt kalte Luft in das Gebäude, welches den Gebäudekern abkühlt und das Gebäude über zwei Schächte am Dach wieder verlässt. Dafür ist keine elektrische Energie vonnöten und das Gebäude kann auf natürliche Art und Weise gekühlt werden. Natürlich hat das Gebäude auch eine mechanische Lüftung, die während des Tages in Betrieb ist. Jene dient allerdings nicht dazu, das Gebäude zu kühlen, sondern nur dazu, vollautomatisch eine gute Luftqualität sicherzustellen. Theoretisch wird es dadurch überflüssig für den Benutzer, die Fenster selbstständig zu öffnen. Praktisch ist das natürlich noch weiterhin möglich und es kann dadurch ein Raumklima eingestellt werden, wie es der Benutzer gern hätte. Abgesehen von der Energiegewinnung vor Ort gibt es im Gebäude noch eine ganz essentielle Besonderheit, nämlich seine extreme Energieeffizienz. Im gesamten Gebäude wurden ca. 9300 Komponenten verbaut. Und das zwar jene Komponenten, die am effizientesten im Baujahr 2014 waren. Es handelt sich hierbei um Sensoren bis über Beleuchtungskörper bis hin zur Kaffeemaschine. Diese Komponenten sind nur so viel im Betrieb, wie es wirklich vonnöten ist. Und sie schalten sich bei Nichtgebrauch automatisch aus. Auch bei den Computern und Monitoren wurde Wert auf Energieeffizienz gelegt. Hier wird vor allem mit Laptops und Minicomputern gearbeitet. Die rechnerintensiven wissenschaftlichen Computer wurden in den Keller verlagert. Über eine entsprechend schnelle Remote-Verbindung kann man über die Minicomputer auf diese Server zugreifen und es fühlt sich dann beinahe so an, als stünden sie unter dem Tisch im Büro. Positiver Nebeneffekt, man hat mehr Platz im Büro. Mit diesem Nutzungskonzept erreicht man nicht nur die gewünschte Energieeffizienz, sondern bietet auch ein sehr angenehmes Innenklima. An dieser Stelle wurde auch Platz geschaffen. Im ursprünglichen Hochhaus war hier die Technikzentrale. Und durch die Überlegungen in Richtung des Plus-Energie-Standards, in der ja auch genau überlegt wird, wie nutzen wir die Räume im Gebäude, was machen wir dort genau, welchen Komfort möchten wir eigentlich haben, kam heraus, dass wir uns eine weitere Kältemaschine eigentlich sparen könnten. Und so ist dieser Raum hier frei geworden für einen sehr schönen Vortragssaal. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist natürlich auch eine Senkung der Bauwerkskosten an dieser Stelle. Also der Wechsel auf den Plus-Energie-Standard erzeugt nicht immer nur mehr Kosten, sondern manchmal auch weniger, wenn man sich eben genau überlegt, wofür man eigentlich was genau braucht. Und für dieses Objekt, für das Hochhaus, hat sich damit eine Rentabilität ergeben, dass es innerhalb von 8 bis 10 Jahren seinen Mehraufwand eigentlich wieder abdeckt. Das Ganze sogar ohne Förderungen. Mit Förderungen zahlt es sich sogar innerhalb von 3 Jahren aus. Das Gebäude demonstriert eindrucksvoll, dass Komfort, Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz nicht in Konkurrenz zueinander stehen müssen. Durch den Ansatz der simultanen integralen Planung ist es möglich, Synergieeffekte zu erschließen, sodass alle drei Aspekte bedient werden können.